Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5 Empires. Ja, Cao Cao ist vernichtet und damit hat Yuan Shao jetzt das erste Mal die Schlacht von Guan Wu quasi gewonnen. Und jetzt wird unser nächster Gegner Liu Biao sein. Oh, oder auch nicht. Unser nächster Gegner wird Ma Teng sein, weil der uns angreift. Ach du Scheiße, nee. Okay, Gen G verteidigt das. Kriegt's da hin. Hoffe ich. Und dann schauen wir mal. Wir haben mehr Truppen. Geht's mal nur nach Truppenzahl. 8000. 8000. Und 8000. 7700. I shall take up my blade of virtue and fight for the sake of oppressed people across the land. Ich werde die Klinge der Tugend ergreifen und zur Befreiung all unterdrückten Leute im gesamten Land kämpfen. Ja, oh mein Gott, ja, das sieht ja sehr fair aus, auf jeden Fall. Mm, und keine Spezialattribute auf der Waffe. Mm, oh. Ma Teng, wir werden keine Freunde mehr. Jo, 20.000 Truppen übrigens, ne? Jeder einzelne. Und Guan Yu ist einfach auch mal bei Ma Teng. Klar. Ma Chao, Pan Di, Guan Yu, Liang Xing, Ma Dai und Yang Qiu. Nicht witzig. Gar nicht witzig. Was ist das? Mann, ich wollte die Biao angreifen. Und jetzt das. Verdammt. Das ist echt nicht gut. Nein, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Nehmen wir das hier mal. Oh mein Gott. Leute, ich will nicht. Ich bin ein Star. Hol mich hier raus. Ich denke. Truly ich denke, wir sollten uns nur auf die Verteidigung konzentrieren. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß jetzt. Schrecklich. We don't help that base, will fall. Prepare yourself. Nein! Fang jeder in Ernst? Boah. Das wird lustig. Ja, das war eh klar. Ich hab's schon mal erwähnt, ne, dass die Offiziere kein Problem darstellen. Aber sobald hier viele Truppen sind, dann wird es ein Problem. Dann wird es ein Problem. Na komm, gib mir den roten Energiebereich. Das andere ist eh Quatsch. Wir machen überhaupt keinen Schaden. Ich brauche den roten Energiebereich, damit wir den Chumusu haben. Also haut mich noch ein bisschen. Nehmt mich noch ein bisschen auseinander. Thanks. Schrecklich. Ich wusste nicht, dass Ma Teng so eine Bedrohung darstellt. Mit allen rechnen aber nicht damit. So, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. So, Pangdi. Wie wär's? Gott. Das ist echt nicht witzig. You shall pay. Retreat is sometimes unavoidable. Yet another officer bows before me. Und da ist der rote Energiebereich weg. Ich bin auch manchmal eine dumme Kuh. Now is the perfect time for tactics. Auch Taktiken auch noch auspacken oder was, mal schauen. Ja, klar, man gönnt sich ja sonst nichts. Wenn, dann direkt das volle Programm, ne? Man kennt's. Gut, Yang Qiu zum Beispiel, das ist eher weniger ein Problem. Wie ihr schon seht. Yang Di, das war der wahre Shit. Hallo, Yang Qiu. Hier spielt die Musik. Oh Mann, du bist doof, Yang Qiu. Jetzt soll ich den Girl einfach so ignorieren. Und tschüss. I won't lose a second time. It's over for you, bitch. Bows before me. Ja. Wir werden das auf jeden Fall so machen, dass die Zeit abläuft. Also das wird jetzt eher so ein Risen Sleeper Part. Sehr, sehr langweilig.
Aber hier theoretisch 12 Minuten umstehen werden. Das ist halt eine Verteidigungsschlacht, gehört auch dazu. Das ist unvermeidlich, Leute. Ich kann mich ja nicht mit 1000 Leuten verbinden. Ich bin auch schon froh, dass so ein Zell erstmal jetzt eine lange Zeit chillen wird. Und Liu Biao, der ist mir ja tatsächlich egal. Den wir aber bald eliminieren. So, Moment, wenn die Hauptmänner stärker sind als man selbst. Das ist das Problem bei Empires, ne? Der Schwierigkeitsgrad, der steigt zu schnell. Finde ich persönlich. I have taken control of this base. Yeah. Noch ein Base. No, our base is in danger. No, our base is in danger. Was, das, was wir gerade eingenommen haben, oder was? Oh, nee, Guan Yu ist da. Mit Aura! Warum hat Guan Yu immer Aura in Empires? Das geht mir echt auf den Sack mittlerweile. Ich werde ihn nicht besiegen. Könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Den werde ich nicht besiegen. Den kannst du nicht töten. Ganz ehrlich, Leute, den kann man nicht besiegen, Guan Yu. Nicht mit Zhenji, die halt keine Attribute auf ihrer Waffe hat. Könnt ihr jetzt natürlich die ganze Zeit könnte ich halt mit den Chumusu arbeiten. Da machen wir schon ein bisschen Damage. Wegen den Brandschaden. Seht ihr ja. Sehen wir, was hat er ja schon endet. Aber halt echt nur ein bisschen. Zehn Minuten durchhalten, das klingt eher nach dem Plan, wenn er mich fragt. Guckt euch Guan Yu an. Zwei oder drei Musus gefressen, immer noch kaum Schaden erlitten. Ja, das ist wirklich lächerlich. Next Level Lächerlichkeit wurde soeben erreicht. Komm, gib mir mal einen Angriffsbuff. Liebes Lager. Das wäre mal was Feines. Einen schönen Angriffsbuff. Wie immer, die normalen Truppen sind viel gefährlicher als die Offiziere. Das ist super aggressiv, ne? Nanny's Warriors 5. So richtig aggressiv sind die. Komm schon, Mardai. It's over. Nein, mein roter Energiewolf. Verdammt. Exceptional fighting. I give you my thanks. No. Die Rüstung des Kriegsgottes. Nehme ich. Our ally is in danger. Hurry. Also Liang Xin besiege ich ja, aber nicht Guan Yu. Wie gesagt, Guan Yu ist unbesiegbar. Es ist so lächerlich, dass der immer eine Aura hat. Ich verstehe es halt gar nicht. Gut, wenn Guan Yu, Zhang Fei und Liu Bei zusammen sind, dann verstehe ich, dass das eine Aura hat. Wieso? Er ist jetzt einfach ein normaler Offizier. Bei Ma Teng. Hat eine Aura. Sinn? I must retreat. For now. Yet another officer bows before me. Ja. Wie gesagt, Guan Yu. Whatever. Tschüss. Ich spring hier mal runter, ne, für die Abkürzung. Oh ne, Pang-Di. Yank you off wieder. Oh man, alle, die wir besiegt haben, sind alle wieder da. Fix up our formation. Prepare for the attack. Ey, ohne Mist, ne? Ist nicht witzig. Und Verstärkung kriegen sie auch noch. Ein Spaß für die ganze Familie. Oh Gott. Das ist das Problem, ne?
Die Offiziere, die könntest du einfach so mit einer Kombo zerstören. Immer kommt da so ein komischer Ritter und stört halt. Unser Date endet hier. Tschüss, Mann. Ach, guck mal, wir haben mich wieder verfolgt. Wenn ich einen privaten Stalk haben möchte, dann bin ich bei Gu und Yu auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Schön. Schön. Dass der so anhänglich ist, finde ich echt klasse. Gu und Yu, ganz ehrlich, ne? Das ist nicht so witzig. Es geht schon langsam an sexuelle Belästigung. Excellent work. Boah, nee. So, let's go and take over a base. Ach, 6 Minuten noch, Leute. Dass wir irgendwie das feindliche Hauptlager oder so zerstören, das ist sowieso unrealistisch. Reinforcements? Thank you. Von daher. Keep them away from the base. This base is not enough to stop our momentum. Von daher halten wir einfach durch. Oh nein, das machst du nicht. Victory is ours. Die nächsten absolute Göttin. Come, hit me with everything you got. Hallo, was bist du denn für ein Mann? Nur am Blocken hier? Charge the enemy! Do not let them get set! Kämpfe, Pangi, kämpfe! Our ally is in danger. Sag ja. Let's go help. Sie sind so leicht zu besiegen, aber wenn da immer einer zwischenfunkt, dann wird's hart. Und die Bogenschütze haben irgendwie gesoffen oder sowas. Die haben immer daneben geschossen. Habt ihr das gesehen, wie die Pfeile immer mir vorbeigeflogen sind? They tried, but they failed. Retreat is sometimes unavoidable. Yet another officer bows before me. Das Flötenspiel beginnt. Das war eine lustige Kombo. So, haben wir noch ein Base hier, oder? Müssen wir haben. I have taken control of this base. So, und ich denke, den Rest der Zeit könnten wir jetzt am besten absetzen. Aber ganz ehrlich, das lasse ich mir nicht entgehen, ihn zu besiegen. Umso geschwächter ist Mateng auch. Wird das vielleicht in Zukunft lassen, uns anzugreifen? Warum greift er nicht Liu Zhang oder sowas an? Oder Zhang Yu oder irgendjemand anderes? Was? Warum ausgerechnet uns? Warum ausgerechnet Yu und Chao? In den meisten Ländereien. Warum ist er so mutig? Warum traut er sich das überhaupt? Wo kommt der auf einmal weg? Okay, dieser Ling Ling, der hat mir jetzt schon ein bisschen Angst gemacht, ne? Not gonna lie. Wo kommt der denn auf einmal weg? Auf einmal ist er da. Die ganze Zeit haben wir ihn noch nicht gesehen. Auf einmal ist er da. Auf einmal steht er da. So Leute, jetzt werden wir einen ganz anderen Plan machen. Wir setzen jetzt einfach diese 3 Minuten 40 ab. Chill jetzt hier einfach, weil kämpfen kann ich nicht mehr. Und dann ist hier so ein Item, weißt du? Oh, ich hoffe, die Verbündeten schaffen das. Ja, kommt ruhig zu mir. Scheiß drauf, ob die Lager fallen oder so. Wir müssen nur das Hauptlager beschützen. Wir haben gut Zeit geschindet. Das ist wieder Ado, ne? Ja. 60 Sekunden lang unendlich Musuma. Oh Mann. Das Item aus Dynasty Warriors 4. My Lord, we'd like to help. Was? Uns helfen die Bauern, obwohl wir hier tyrannischer Herrscher sind? Mit Yu und Chao haben wir so viele Notsteuern erlassen, aber trotzdem helfen uns die Leute? Das verstehe ich jetzt nicht. Soll mir recht sein. Umso besser für uns. Noch mehr Ablenkung. Und vor allem, wie viele Bauern das sind. Das sind richtig viele.
Ja. Hier können wir jetzt ein bisschen chillen. In dem Lager. Sind ja nur noch 2 Minuten 15. Oh ne. Ich gucke New schon wieder sehen, da habe ich direkt keine Lust mehr. Ich habe einfach gemasht, weil ich dachte, es gibt einen Clash. Ja. Madai, alle sind sie hier, weißt du? Ganz komplett vergessen den Scheiß. Ey, ohne Witz, wenn wir Liu Biao vernichtet haben, dann werde ich erstmal die Waffenschmiede ganz lang machen. Bis die Waffenschmiede Level 3 erreicht hat. Das ist echt ein Desaster. Die Waffen sind nicht gut hier. Wunderschön. Wunderschön, wie ich null Chance habe mit der Waffe. Gut, jetzt habe ich wieder eine Chance. Aber nur wegen Chu Musu. Das Schöne ist, Leute, auf der Burgmauer, da kommen nicht so viele Gegner. Ja, schaffen wir in einer Minute den zu besiegen. Der auf jeden Fall komm schon! Liang Xing, stirb! Oh ja, oh ja. Mhm. Hier sind wir ganz unter uns. Nur wir zwei. Sehr romantisch. Hoch mit dir und stirb. Yet another officer bows before me. Ja, müssen wir geschafft haben. 30 Sekunden, das ist wirklich nicht viel. We may not survive this battle. Our ally is in danger. Let's go help. Und ich hoffe, wir haben ordentlich viel Schaden gemacht bei Matengs Leuten. Wir hatten halt echt volle Truppenzahl. Ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Ich habe so spät angefangen zu mashen, aber es hat noch gereicht. Krass. Kann man mal wieder sehen, was ich für eine Göttin bin. Wunderschön. We did it. Ich hoffe, das wird Mateng jetzt eine Lehre sein. Auf nimmer Wiedersehen, auf nimmer Wiedersehen. Musu in Verteidigung. Verteidigung kann sie gebrauchen. Hat extrem viel Schaden gefressen immer. Stimmt, wir wollen schon Yukyong und so. Die sollen doch noch zur Verstärkung kommen. Ja, toll, ey. Die waren nicht mehr da. Was? Wir haben Pangeo und Guan Yu und Hong Xuan gefangen genommen? Was? Wow. Einfach mal Pangeo weggenommen, warum nicht? Hong Xuan nehme ich jetzt auch noch mit. Einfach weggenommen. Klau den die Offiziere. Guan Yu hat nichts mehr, gar keinen Truppen mehr. Ah, vielleicht hätten wir Guan Yu lieber rekrutieren sollen. Ja? Wäre besser gewesen, Leute. Und erneut durften wir den Geschmack des Sieges kosten. Jetzt kriegen jeder von mir und erfahrt die Stärke der Yuan. Nee, du wirst mein nächster Gegner, Kumpel. Du wirst mein nächster Gegner, ob es dir passt oder nicht. Füll mal die Truppen ein bisschen auf. Wäre auch zu schön gewesen, hätte er sich jetzt einfach ergeben. Das wäre wirklich zu schön gewesen. Oh, Grabschämmen. I see what you got there. Gaolan mit seinen Plänen. Sehr, sehr gut. Panzertruppen. Oh, nicht schlecht. Ja, mit den Grabschämmen, das machen wir direkt nochmal. Vampirrüstung. Natürlich jetzt nicht so der Burner. Fordere Zhang Lu auf, sich zu ergeben. Wollen ihn die ganze Zeit nerven? Nee, nicht wirklich. Huangs Bogen. Oh, so viel useless stuff. Braucht doch kein Mensch.
Okay, Leute. Ich greife den jetzt aber noch an. Kostet. I have prepared this casket to lay you to rest in after I defeat you. But if I lose, it will hold me as well. Ey, das ist so doof, ne? Ich weiß nicht, was Mateng für extreme Probleme gegen uns hat. Aber er hasst uns. Abgrundtief. In diesen Sarg lege ich dich, nachdem ich dich besiegt habe. Aber wenn ich verliere, passt er auch für mich. You wish my life? Then let us see if you are worthy enough to take it. Ha, ihr wollt mir ins Leben. Dann zeigt mal, ob ihr es überhaupt wert seid. Gleiche Map, gleiches Leid. Fuck my life. Oh, keine Spezialattribute. Ich krieg einen Anfang. Warum spielt ihr den Goose Theme? Das passt mal so gar nicht. Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist ein Part für die Mülltonne. Ich will mich nicht mit Mateng verbünden, ey. Ohne Scheiß, normalerweise soll ich Mateng jetzt komplett zerstören. Für die Kacke, die er macht. Und Liu Biao sollte zerstört werden. Wenn er noch nicht volle Einheiten hat. Guck mal, wie langsam Pang D ist. Ist das nicht lustig? We must hurry to protect the base. Slow motion. The base's defenses are too spread out. Reinforce the guard. If we do not help that base, ohne Scheiß, Mateng, ich hasse dich so sehr. Oh nee. Wenn ich noch mehr hasse, das ist nur New. Prepare yourself. Und New hasse ich einfach nur unglaublich extrem in dem Spiel. Immer mit der Aura. Weiß ich auch nicht. Liu Bei gegen Guan Yu, ey. Dass ich das noch erleben darf, nach all den Jahren. Guck mal, null Schaden machen wir. Das hat keinen Sinn. Zurück ins Lager. Auf eure Posten. No, our base is in danger. Den können wir nicht besiegen. Scheiße, ey, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Leute, dieser Part wird ziemlich lang gehen. Denn wir werden jetzt 15 Minuten in diesem Lager rumstehen. To your posts. Auf eure Posten. To your posts. Auf eure Posten, ihr Vollpfosten. Kennt ihr schon einen Trick mit der Helbe an? Guck mal. Ja, weiß ich auch nicht. Und wie geht's euch so? Also, ich warte hier ein bisschen. Na, was ist hier geploppt? Ein bisschen Leben. Ja. Mach mal, ciao. Hinterhaltstruppen, natürlich. Klar. Mitten in mein Lager hat er natürlich einen Hinterhalt gesetzt. Klar, mach ich auch immer. Mitten im gegnerischen Lager einen Hinterhalt legen. Wie sowas funktionieren kann, ist mir ein Rätsel. Aber okay. So ein Quatsch. Ey, wie, ohne Witz, Mann, wir können hier hinter Zocken hinkommen. In unseren eigenen Hauptlager. Naja, was soll's. Gefährlich sind die ja nicht gerade. To your bow. Wisdom and courage should get us through this. Wisdom and courage. Hast du viel Zelda gespielt oder was? Zwei Triforce-Teile?
I'll be your opponent. Oh, nicht du, schau mir doch mal da. Wir hatten doch eben schon das Vergnügen. Hey, Verstärkungstruppen. Sie werden gleich eintreffen. Oh, nee. Okay, gib mir den roten Energiebereich. Chancen habe ich ja sowieso nicht. Und Pang D ist auch noch so langsam. Unglaublich. Ja, jetzt müssen wir leider Guan Yu besiegen. Ich hoffe, das gelingt uns. Wird nur sehr lange dauern. Aber ich denke, wir schaffen es. So viele Verbündete an unserer Seite. Und wenn Guan Yu nochmal gefangen nehmen, dann schnappe ich ihn mir. Das Elend tue ich mir nicht nochmal an. Mit seiner scheiß Aura und so. Ich will mich nicht nochmal von ihm terrorisieren. Guan Yu macht es einfach solo. Zerstört uns alle alleine. Gebt euch das mal. Der hat den Titel God of War nicht umsonst. Zu 1 Million Leuten schaffen wir es nicht, Guan Yu zu töten hier gerade. Das ist wirklich der God of War. Guckt euch das mal an. Null Schaden nimmt er. Erste Waffe und dann hat er noch Aura, weißt du? Oh nee. Dieser Ling Ling ist auch schon wieder hier. Und Madai auch. Mh. 3 Offiziere. Wunderbar. Ich denke, wir sollten erstmal Madai besiegen, weil der geht halt ein bisschen schneller down. This ends here. Na, Madai? Willst du abhauen? Nee, nee. Nicht mit mir. Was ist jetzt mit Guan Yu? Der haut ab. Dann lass ihn abhauen. Ist mir jetzt egal. Ich habe den ja eben auch gar nicht besiegt und trotzdem haben wir den gefangen genommen. This ends here. Ling Ling ist echt keine Drohung. Vergleich's doch mit Guan Yu. Guck, er wird komplett auseinandergerissen von den Verbündeten. Guan Yu, der chillt halt sein Leben. Für den war es nichts. Oh Gott. Tschüss, Ling Ling. Yes. Fast wieder volles Leben. Yang Tiu. Solange da nicht Guan Yu steht, ist mir alles egal. Auf den habe ich echt keine Lust. Aber er wird wiederkommen. Er zieht sich jetzt zurück und gleich wird er wieder schon angreifen. Wobei die Hälfte der Zeit schon ungefähr verstrichen ist. Zumindest fast die Hälfte der Zeit. Das ist auch schon mal good news. Nee, nicht abhauen jetzt hier. Yang Tiu, nicht abhauen. Don't lose a second time. Mateng muss sich jetzt auch blöd vorkommen, oder? Einer der Helden Xi Liangs, Klammer auf Pang D, hat ihn einfach verraten. Das heißt verraten, er wurde gefangen genommen und rekrutiert, ne? Er hat die Seiten gechanged. Pang D bei Yuan Shao, ey. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Aber ich frage mich, wo Zhang He jetzt ist. Er ist jetzt zu Cao Cao gegangen, Cao Cao existiert nicht mehr. Es kann sein, dass Zhang He jetzt irgendwo anders ist. Bei Wu oder bei Meng Huo. Man weiß es halt nicht. Aber gespannt bin ich schon. Der hat sich bestimmt auch einen neuen Meister gesucht. Das sollte ich mir vielleicht anschauen auf Karte, ob wir da was finden. Ich bin einfach ein Neugieriger. Mich interessiert, wo der jetzt ist. Natürlich, er ist schon wieder da. Gerade besiegt und schon ist er wieder da. Das ist so blöd manchmal. Ach, guck mal, apropos schon wieder da. Guan, lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja.
Scheiß mal drauf, ich bleibe im Hauptlager. Sollen uns beiden verbinden halten. To your posts. To your posts. Scheiß, hang on. Glaubt ihr, den kann man jemals besiegen? Mit der ersten Waffe ohne Spezialattribute auf Hard? Scheiß, Mann. Alle kloppen auf ihn ein und nichts passiert. Nichts. Wir kitzeln ihn nur. Der Plot-Armor oder sowas. Genji, dann helf uns doch bei Guan Yu. Das wäre ganz toll. Oh, er verliert nichts. Gar nichts. Was zum Geier, Mann. Where are the reinforcements? Who has the reinforcements? Dein einziges Problem, ne? Du kämpfst ja auch nicht gegen den God of War. Do you think you can stop me? Quer hat nur so eine Stoffrüstung. Aber Stoffrüstung hin oder her, könnte auch nackt hier rumlaufen. Er hat halt Plot Armor, die größte Rüstung aller Zeiten. Oh Mann. Kriegt die Krise, aber wir kriegen ihn tatsächlich down. Diesmal wird er sterben. Yes. Was? Er lebt immer noch? Das war wirklich Plot Armor. I must fulfill my oath. Fall back! Fall back! Oh, Hao Zhao, was macht der denn hier? Der gehört ja eigentlich auf jeden, ne? Das ist ja eigentlich seine Festung. Schön in die Bogenschützen buxieren hier. Nein! Dingen, das machst du nicht! Da reden wir nochmal drüber, ne? Das muss ja nicht sein, so musst du das. Du kannst ja sonst wo hinschieben. Aber nicht wegen mir. Hansui ist auch noch da. Noch ein Held von Xiliang. Ich hoffe, ich habe genug Cash. Ich rekrutiere, was ich kann. Ich will den so viel abzocken, wie ich nur kann. Er hat's verdient. Oh ne. Ling Ling. Nein, nein, du schmeißt mich auf jeden Fall hier nicht raus, danke. Boah, was war das für eine Technik? Boah, was war das für eine geile Kombo? Tschüss gesehen, oh mein Gott! Das war so cool. Das war Leg Cancel an der Treppe. Oh mein Gott. Was eine coole Kombo. Oh mein Gott, so was Cooles habe ich noch nie gesehen. Deine Warriors. I must retreat for now. The enemy cringes in fear before Pang Day. The enemy cringes in fear before Pang Day. Ah, Cringe Lord. Oh nein, was war. Du hast auch ein Glück, Ling Ling. Kommt aus nichts Madei und hilft dir, weißt du? Ey, so ein Scheiß. Madei ist auch Pain, yes. Super nervig, der Dude. Aber die Rache wird mein sein. Guan Yu, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, in 3 Minuten und 10 Sekunden bist du nicht hier oben. Nice Meme. Ach Gott, verdammt. I won't be denied next time. Und da ist der Nächste. Auf einmal ist er da. Yang Chu. Aus nichts gekommen. Ohne Scheiß, mein Tankstruppe und Offiziere haben echt ein Talent dafür, aus nichts zu erscheinen. Um mich dann von hinten zu punishen. Oh, ich will nicht Schaden hier machen. Das ist echt... Das ist echt nicht mehr lustig. Sieht zwar super niedlich aus und alles, wie die Gegner hier nur zu Tode kitzeln, aber es ist eigentlich ein Trauerspiel.
Got him. Boah, mach so viel Schaden, wie du nur kannst. Dass Mateng erstmal wieder Ruhe gibt. Wow. So ein Vollidiot. Und im nächsten Part greift uns wahrscheinlich Liu Biao an, wo ich ihn angreifen wollte. Können wir jetzt die ganze Zeit nur verteidigen? Wieso versuchen die es überhaupt? Ich überschaue die meisten Ländereien. Wie kann man so mutig sein? Oh, natürlich, Ling Ling ist wieder da. Er hat sich geheilt. Komplette Energieleistung hergestellt. Er hatte, glaube ich, nur eine halbe Leiste, jetzt hat er wieder anderthalb. Unglaublich. Den kriegen wir noch down. Nicht, dass jetzt wieder einer von hinten kommt, ne? Nein. Wir versuchen das zu kombos. Ja, brauche ich gar nicht. Oh mein Gott, guck mal, wer da hinten kommt. Man kriegt ja nicht seine Ruhe. Lieblingsding. Ey, hast du gerade meinen Bogenschützen getötet? Mein Lieblingsbogenschützen? Dafür ist bezahlt. Den werden wir aber nicht mehr besiegen können. Nicht in 13 Sekunden. Muss ich lieber noch ein paar Männer von denen. Nothing personal. Sorry, Zeit abgelaufen. Mateng, lass dir das eine Lehre sein. Greif lieber Leute auf deinem Level an. Zhang Lu oder sowas. Und nicht mich. Ganz viele Attribute für die Waffe. Nicht gerade die besten Attribute, aber man nimmt, was man kriegen kann. Truppen wieder verloren. Ich krieg die Krise. Och man. Liang Xing haben wir. Natürlich feuer ich den an. Damit Yuan Shao den erstmal wieder nicht mehr hat. Yuan Shao sag ich. Mateng. Heuschreckenschwarm. Ich glaube, das ist Karma. Mein Freund. Das nennt man Karma. Hindere die feindliche Verstärkung, in der Runde teilzunehmen. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Fordere Zhang Lu auf, sich zu ergeben. Macht er leider nicht. Frag mich später nochmal, ich bin zu müde. Als ob der die ganze Zeit schläft. Was soll der Quatsch überhaupt? Gut, Leute, ich hoffe, beim nächsten Mal werden wir ein bisschen weiter fortschreiten, weil das war jetzt echt ein Reihenfall. Zweimal Verteidigungsschlacht, zweimal die gleiche Schlacht. Ein Reihenfall, es tut mir leid. Daumen hoch, falls es euch trotzdem gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir Liu Biao hoffentlich jetzt mal angreifen. Drückt die Daumen. Stay awesome, eures Ziel. Ciao. We'll be right back.